Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Diablo 4. Es gibt ein weiteres Update und das ist geil. Genau, anders kann man es wirklich nicht sagen. Es ist ein super Update, über das sich auch wirklich jede Klasse freuen kann. Jedenfalls bin ich mir da ziemlich sicher. Ich habe die ganze Sache relativ grob überflogen. Das heißt, ich habe bei Mabahn, bei der Sorg, also bei der Zauberin, ganz genau hingeschaut und ich glaube, auch der Druide, jede Klasse irgendwie hat was bekommen und kann sich freuen. Also das ist schon mal sehr, sehr geil. Und vor allem gibt es für uns mehr Erfahrungspunkte. Und das ist das, was wir haben wollen. Und diese Erfahrungspunkte gibt es auch noch schneller. Und wie, werde ich euch gleich erklären. Ich mache das natürlich so, dass ich euch unten in die Videobeschreibung einmal natürlich den Link reinpacke zum Patch. Dort könnt ihr den Patch nochmal komplett durchlesen, denn er ist wirklich groß. Es wurde ganz, ganz viel gemacht. Es wurden viele Fehler in Dungeons, Events und Aktivitäten behoben. Das ist wichtig. Es wurden Gameplay-Fehlerbehebungen vorgenommen, auch eine ganze Menge. Es wurde einiges gemacht für den lokalen Koop. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Es wurden Quests korrigiert, wo irgendwelche Sachen nicht richtig abgeschlossen werden konnten. Es wurde an der Benutzeroberfläche herumgespielt, so kleine Fehler, die sich da eingeschlichen hatten. Manchmal, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, sage ich mal, mit Tab die Karte aufmachen wollte auf dem PC und das ging nicht, weil wir gerade das Materialfenster offen haben. Also solche Geschichten sind das, die dort behoben wurden. Aber was zum Beispiel auch behoben wurde, was ich sehr, sehr geil finde, ist nämlich, es gab Probleme mit Flüsteraufgaben, die euch eine Gabe geben. Die konnte man zum Teil nicht abschließen, hat dann die Gabe nicht bekommen. Für diese Flüstergaben generell gibt es jetzt mehr Erfahrungspunkte. Es gibt mehr Erfahrungspunkte für das Abschließen von Flüsteraufgaben, ist sehr, sehr geil, weil die wirft man doch immer wieder gerne zwischendurch rein. Jeweils gehöre ich dazu und ich gehöre auch zu denen, die darauf warten, irgendwann endlich mal die Trophäe dafür zu bekommen, dass ich 10 Flüsteraufgaben erledigt habe. Also ich habe die Trophäe noch nicht erhalten und ich bin bestimmt bei 20 oder 30 oder 40, wie auch immer. Und die Trophäe kam noch nicht. Dann Höllenflut. Höllenflut, habe ich euch schon mehrfach gesagt, geht in die Höllenflut, denn das Material braucht ihr zum Upgraden von eurem Zeug und spätestens dann halt auch für das letzte Heiltrank-Upgrade. Und es lohnt sich jetzt auch, denn die Höllenflut-Bosse lassen nun häufiger qualitativ hochwertigere Beute fallen. Denn bisher war es ziemlich schmarrn, wirklich einen Höllenflut-Boss umzuhauen, einen Höllenflut-Boss nochmal in langsamer gesprochen umzuhauen. Wirklich war schmarrn, hat sich nicht gelohnt. Und auch die Erfahrungspunkte wurden erhöht, wenn ihr Höllenflut-Kisten öffnet. Auch das wurde geändert. Da gibt es jetzt auch mehr Loot. Dann das allerschönste Quality-of-Life-Feature ist da. Ich dachte, es kommt erst mit Season 1. Und zwar, ihr schaut mal kurz im Hintergrund, was seht ihr dort? Ja genau, ich kann direkt porten zum Albtraum-Dungeon. Das bedeutet natürlich auch viel mehr Erfahrungspunkte, weil wir viel schneller von Albtraum-Dungeon A zu Albtraum-Dungeon B wechseln. Und wir machen wirklich viele. Und diese Reitwege, die kann man ja in ganz schön viel Zeit messen, wenn man dann halt wirklich oft quer durch die Karte reiten muss, quer über die Karte reiten muss. Also daher, das ist natürlich auch wirklich richtig klasse. Dann, was ebenso geändert wurde, ist, dass es mehr Erfahrungspunkte gibt in den Albtraum-Dungeons für die Gegner selber. Dann gibt es mehr für das Abschließen des Albtraum-Dungeons. Und dann gibt es jetzt auch Erfahrungspunkte für diese Ausdauer-Events. Also das sind diese kleinen Events, wenn ihr jetzt das erste erfüllt habt, was ihr machen müsst in einem Albtraum-Dungeon. Dann kommt ja meist irgendwie so ein Raum, wo wir zwei Hebel betätigen müssen oder ähnliches, wo viele, viele Gegner spawnen und dafür gab es genau 0 Erfahrungspunkte und dafür gibt es jetzt auch Erfahrungspunkte. Sehr, sehr schön, dass das jetzt nicht mehr ganz sinnlos ist und dann auch noch zusätzlich mit der erhöhten EP für die Monster natürlich super Sahne und wie gesagt mehr EP fürs Abschließen. Und ein weiterer Grund, warum das alles schneller geht, alle Klassen wurden gebufft. Besonders die Basisfähigkeiten, darum ging es ihnen, besonders die Basisfähigkeiten sollten gebufft werden. Das ist bei neuen Charakteren natürlich wahnsinnig interessant, weil die ja sehr, sehr abhängig sind von den Basisfähigkeiten, Fähigkeiten zum Anfang. Und dort wurde praktisch alles gebufft.
sage ich mal, der Sprungschlag beim Barbaren, der Basisschaden wurde von 30% auf 33% erhöht. Die erzeugte Wut wurde erhöht von 9 auf 10. Die erzeugte Wut beim Hieb erhöht von 10 auf 11. Stehlung wurde verbessert von 10% auf 20%. Also das könnte ich jetzt mit euch eine Stunde durchgehen. Das würde das Video wahnsinnig langweilig machen, besonders für die Leute, die keinen Barbaren spielen oder die halt nicht den Druiden spielen, von dem ich gerade erzähle. Also das ist Schmarrn, wenn ich euch das erzähle, aber wenn ich hier durch diese Liste hindurch schaue, bei den einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten des Barbaren, dann sehe ich, dass alles verbessert wurde. Entweder wurden Cooldowns reduziert, Wutgeneration erhöht oder Schaden erhöht. Also alles geht nach oben. Sprungschmettern von 75% auf 112% Basisschaden. All diese Geschichten wurden geändert. Ganz genauso geht es dann um die einzelnen legendären Aspekte. Auch diese habe ich beim Durchfliegen nicht eine Sache gesehen, dass irgendein legendärer Effekt schlechter gemacht wurde. Nein, die wurden alle besser gemacht. Und genauso halt bei der Zauberin, wie beim Barbaren, wie beim Druiden, wie beim Totenbeschwörer, wie beim Jäger, sehe ich momentan nur Buffs. Nur Buffs. Und das ist natürlich wirklich richtig, richtig klasse. Ich bekomme sogar mehr Schaden auf meinen Blizzard, der ja sowieso schon eigentlich, finde ich, super Sahne rausrotzt. Basisschaden von 120% auf 130% erhöht. Und all solche Geschichten liest man quer durch die Patchnotes. Also eine Menge Verbesserung und für euch jetzt noch mehr Gründe, Albtraum-Dungeons abzufarmen. A, ihr levelt eure Glyphen. B, es gibt mehr Erfahrung für den Abschluss. C, es gibt mehr Erfahrung für die Monster drinnen. D, ihr seid viel schneller da, das bedeutet, eure Potions halten auch viel mehr Dungeons durch, eure 5% EP Potions, weil ihr ja den Reitweg nicht mehr habt, der Reitweg fällt weg, ihr könnt direkt von Dungeon A zu Dungeon B, das bedeutet also auch dort wird keine Zeit auf eurer Potion verschwendet, also die Neuerungen sind in meinen Augen wirklich super Sahne. Da ist also wirklich nichts, wo man irgendwas aussetzen könnte. Wie gesagt, es sei denn, ich habe halt beim Überfliegen der ganzen Klassenfähigkeiten, Fertigkeiten was übersehen. Aber wie es aussieht, wenn ich hier rüber gucke, sehe ich wirklich nur Positives. Nur Positives. Ich scroll hier gerade nochmal durch die legendären Aspekte vom Jäger durch. Auch da alles besser. Abklingzeit, zum Beispiel hier Entfesselungskünstler, legendärer Aspekt, die Abklingzeit wurde von 100 Sekunden auf 45 verringert. Ich meine, das ist ein Wahnsinnsunterschied und das bedeutet natürlich auch, dass wir in Zukunft nochmal genauer hinschauen sollten bei unseren Skillungen, ob da nicht ein legendärer Aspekt durch diese Änderung jetzt noch sinnvoller ist wie vorher oder sowas. Also das sollte man auf alle Fälle im Auge behalten und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, eure Meinung zum aktuellen Patch 1.03 einmal unten rein in die Kommentare. Wie gesagt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch dort eifrig beteiligt. Ansonsten hoffe ich, das Video war hilfreich für euch, dass es euch gefallen hat, weil wenn dem so war, genau wie immer, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn nicht geschehen, ne? Weil richtig, dann verpasst ihr natürlich mit Glocke aktiv weiter kein neues Video. Und ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.